Weil Alina Neumanns Tagesmutter krank ist, musste die 10-Jährige ihre Mutter zu einem Gütetermin bei Richter Alexander Holt begleiten. Ich lüge? Na, vielen Dank aber auch. Erst lasst ihr mich schuppen und dann wollt ihr mich nicht bezahlen, oder was? Jetzt hör doch auf, so einen Mist zu reden. Jetzt mäßigen Sie sich bitte im Ton. Ich darf Sie daran erinnern, dass Sie alle damit einverstanden waren, Ihren Rechtsstreit im freiwilligen Güteverfahren beizulegen. Ich will mich ja einigen, aber ich verstehe nicht, warum die Neumanns jetzt die 5.000 Euro zurückfordern. Hallo? Ihr habt euch das Geld von uns geliehen. Aber ich habe doch Möbel für euch geschreinert. Ja, gibt's denn eine schriftliche Vereinbarung? Ja, er hat unterschrieben, dass er das Geld von uns bekommen hat. Das stimmt, aber von Leihen steht da nichts. Ja, von Bezahlung auch nicht. Und jetzt brauchen wir unser Geld zurück. Dringend. Sonst können wir uns die Wohnung nicht leisten. Wir schulden euch keinen Cent. Oder, Sonja? Nein. Mensch, Sonja, ich hab gedacht, wir wären Freundinnen. Wie kannst du denn bei so einer verlogenen Nummer mitmachen? Also mit gegenseitigen Vorwürfen kommen wir hier nicht vorwärts. Jetzt schildern Sie mir bitte doch mal beide nacheinander Ihre Sicht des Sachverhalts. Also solange Betty dermaßen hysterisch ist, bringt das auch nichts. Du denkst echt, du kannst es mit mir machen, oder? Weil David gerade im Auslandseinsatz ist. Bist du ein Mistkerl? Frau Neumann. Tut mir leid, Herr Holt, aber das muss ich mir wirklich nicht gefallen lassen. Komm, wir gehen. Darf der einfach so gehen? Ja, das darf er. Basis des Güteverfahrens ist Freiwilligkeit. Können wir das nicht noch mal versuchen? Morgen 10 Uhr. Allerdings rate ich Ihnen, sich da ein bisschen mehr am Riemen zu reißen. Sonst sehe ich für eine gütliche Einigung schwarz. Ja, ich werde mich bemühen. Versprochen. Gut. Dann bis morgen. Bis morgen. Auch 10 Minuten später ist das Mädchen wie vom Erdboden verschluckt. Alina? 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 Habt ihr Alina gesehen? Sie ist weg. Ich habe das ganze Gericht nach ihr abgesucht und auf der Toilette war sie auch nicht. Nee, ich habe deine Kleine nicht gesehen. Wieso bringst du sie überhaupt hierher mit? Ja, wo hätte ich sie denn lassen sollen? Es sind doch Ferien. Ja, wenn ich du wäre, würde ich besser aufs Kind aufpassen. Frau Neumann, habe ich das richtig gehört? Ihre Tochter ist verschwunden? Ja, sie hätte eigentlich vor dem Besprechungszimmer warten sollen und jetzt ist sie einfach weg. Ich gebe der Wachtmeisterei Bescheid, die sollen ihm beim Suchen helfen. Ja, viel Glück noch. Holt hier, ich bräuchte bitte die Wachtmeisterei. Ja, Holt hier. Wir bräuchten bitte Hilfe bei der Suche nach einem kleinen Mädchen. Das hat sich erledigt. Sorry. Hey. Was machst denn du da? Du bist Alina, oder? Helfen Sie mir, bitte. Alina Neumann hat sich im Büro von Alexander Holt versteckt. Die 10-Jährige ist verzweifelt und hat den Richter um Hilfe gebeten. Oh, Alina. Gott sei Dank, ich habe mir solche Sorgen gemacht. Wo warst du denn? Ihre Tochter war bei mir im Büro. Aber ich hatte dir doch gesagt, dass du vor dem Besprechungszimmer warten sollst. Ja, aber ihr habt so gestritten. Das wollte ich mir nicht länger anhören müssen. Das verstehe ich. Das war auch nicht schön. Aber was wolltest du denn von Herrn Holt? Also Alina hat mich um Hilfe gebeten. Es geht um Oma Hilde, die Großmutter von Sonja Strömer. Ich kann mir schon denken, was jetzt kommt. Ja, Alina findet es einfach sehr schade, dass sie die Oma Hilde nicht mehr treffen darf, seitdem sie und die Strömers im Clinch liegen. Also das stimmt so nicht. Von uns aus darf Alina die Oma Hilde sehr gern treffen. Nur die Frau Lorenz macht sich momentan rar. Das, obwohl sie gleich um die Ecke wohnt bei den Strömers mit dem Haus. Ich nehme mal an, dass sie sich von Robert hat beeinflussen lassen. Das glaube ich nicht. Vielleicht ist ja was passiert oder so. Ja, das wollen wir doch nicht hoffen. Frau Lorenz ist so eine Art Ersatzoma für Alina. Ihre eigenen Großeltern wohnen leider sehr weit weg.
Weißt du was? Ich besuche die Oma Hilde mal zu Hause. Dann frage ich sie, warum ihr euch nicht mehr trefft. Hm? Super. Und sagen Sie ihr bitte auch, dass ich sie richtig vermisse. Das mache ich. Und bei der Gelegenheit frage ich die alte Dame mal, was sie denn zu der Geldstreitigkeit zu sagen hat. Danke, Herr Holt. Kann immer sein. Wiedersehen. Wiedersehen. Alina? Zwischen zwei Terminen macht sich der Richter auf den Weg zu Ehepaar Strömer, um mit der alten Dame zu sprechen und einen neuen Gütetermin zu vereinbaren. Ja, tut mir leid, Herr Holt, aber Hilde schläft im Augenblick. Aber wenn Sie drauf bestehen, kann ich Sie natürlich wecken. Nein, das wird nicht nötig sein. Warum wollen Sie denn Oma Hilde sprechen? Na, ich möchte Ihre Meinung zu dieser ganzen Geldstreitigkeit wissen. Verstehe. Und ich würde gern mit ihr über die kleine Tochter der Nachbarn, also von Neumann, zu reden. Die kleine Alina, die ist traurig, weil sie ihre Ersatzoma so lange Zeit nicht gesehen hat. Und ich meine ja, so ein Streit unter Nachbarn, der darf doch nicht so weit gehen, dass ein Kind darunter leidet. Hm? Ja, stimmt. Aber Hilde ist nicht mehr so gut zu Fuß. Wahrscheinlich wird ihr das Kind zu viel. Wir haben jedenfalls nichts dagegen, wenn Hilde sich mit Alina trifft. Oder, Sonja? Geht's ihr nicht gut? Doch, aber der Streit mit den Neumanns, der nimmt mich enorm mit. Sind Sie beide denn noch an einer gütlichen Einigung interessiert? Selbstverständlich. Gut, dann würde ich sagen, dann treffen wir uns morgen um 10 Uhr wieder im Besprechungsraum im Gericht. Ich würde aber ganz gern noch ein paar Details klären, die uns vielleicht bei einer Einigung helfen können. Sie haben heute was von Schreinerarbeiten erzählt, die Sie bei den Neumanns ausgeführt haben. Was war denn das? Ich habe einen Schrank in Ihr Schlafzimmer eingebaut. Das waren 2 volle Arbeitstage. Und für Alina habe ich ein Bett und einen Schrank geschreinert. Ja, haben Sie dafür Belege? Rechnung habe ich nicht gestellt. Aber für meine Arbeit habe ich die 5.000 Euro bekommen. Und die Neumanns haben die Materialien bezahlt. Dafür haben wir Belege, oder? Ja, die haben wir, die haben wir. Ja, dann bringen Sie die doch bitte morgen mit. Hm? Hoffentlich kapiert Betty endlich, dass sie im Unrecht ist. Außerdem können wir die 5.000 Euro gar nicht zurückzahlen. Wir haben ein Auto davon gekauft. Das brauche ich für die Arbeit und wir fahren Oma Hilde damit zum Arzt. Gut, das klären wir das alles morgen. Ah, und wegen Ihrer Großmutter, da komme ich dann einfach später noch mal vorbei. Wiedersehen. Ich bin so noch. Wiedersehen. Jetzt reißt sich ihr Face zusammen und hört mit dem Flanner auf. Oder willst du, dass eine Katastrophe passiert? Am Mittag schaut Alexander Holz noch einmal bei Betty Neumann vorbei und erzählt ihr von seinem Treffen mit ihrem Nachbarn. Schade, dass Sie mit Hilde nicht sprechen konnten. Da wird Alina sehr enttäuscht sein. Na ja, noch ist ja nicht aller Tage Abend. Ich schaue später noch mal bei den Strömers vorbei. Wo ist denn Alina? Ach, die ist bei einer Freundin spielen. Aber ehrlich, je eher wir diese Sache geklärt haben, desto besser. Ich zeige Ihnen mal, was ich heute in Alinas Zimmer gefunden habe. Sieht ja fast aus wie ein Sarg. Jetzt machen Sie ihn mal auf. Naja, das scheint ihr wohl wirklich sehr nahe zu gehen. Sie vermisst ihre Ersatzoma so sehr, dass es sie für tot hält. Ja, sie hängt wahnsinnig an Hilde. Sie ist ihre wichtigste Bezugsperson. Also neben mir und meinem Mann. Also ich werde Frau Lorenz das noch mal sagen, wenn ich mit ihr rede. Und Sie sollten schon im Interesse von Alina nach einer zügigen Lösung mit den Strömers suchen. Ja, da haben Sie schon recht, aber ich kann doch nicht Alina zuliebe auf die 5.000 Euro verzichten. Ich meine, wir wollen die Wohnung ja auch für Sie kaufen. Und ohne das Geld schaffen wir das nicht. Die Bank lehnt eine Vollfinanzierung ab. Ich sage ja auch gar nicht, dass Sie auf das Geld verzichten sollen, aber es muss eine gute Lösung gefunden werden. Eine faire Lösung und zwar möglichst schnell. Der Herr Strömer hat mir gegenüber was erwähnt, dass er für Sie diverse Schreinerarbeiten ausgeführt hat. Dürfte ich die Möbel vielleicht mal sehen? Ja, na klar. Kommen Sie mit. So, hier das Bett und den Schrank hat Robert vor etwa einem Jahr für Alina angefertigt.
Der Herr Stömer hat mir gegenüber was erwähnt, dass er auch noch einen Einbauschrank für Sie aufgestellt hat. Mhm, das ist der bei uns im Schlafzimmer. Das ist allerdings schon 3 Jahre her. Schöne Arbeit, hm? Ja, Robert ist ein 1A-Schreiner. Was allerdings nicht so gut kann, ist mit Geld umgehen. Also ohne die gute Rente von Oma Hilde hätten die beiden schon lange ihr Haus verloren. Also das heißt, die Frau Lorenz unterstützt die Stömers? Mhm, seit Jahren schon. Roberts eigene Firma ist pleite gegangen. Er ist jetzt zwar irgendwo angestellt, aber macht da auch nur Kurzarbeit. Ja, aber wenn die Frau Lorenz finanziell so gut gestellt ist, wieso hat sich der Herr Stömer dann die 5.000 Euro nicht von ihr geliehen? Weil die Hilde sich sonst noch mehr eingemischt hätte, als sie es ohnehin schon tut. Und das Geld war wirklich nicht die Bezahlung für die Scheinerarbeit? Nein, nein, das war ein Freundschaftsdienst. Robert hat immer gesagt, er macht sowas gern für seine Freunde. Und jetzt im Nachhinein, jetzt kommt er an und stellt Forderungen. Ich meine, das geht doch nicht. Und wann genau hat der Herr Stömer das Geld von Ihnen bekommen? Das war im März, dieses Jahr im März. Ich hole Ihnen eben den Beleg. Hiermit bestätige ich, 5.000 Euro erhalten zu haben, Robert Stömer. Ja, das beweist doch, dass wir ihm die 5.000 Euro geliehen haben. Nein, das beweist nur, dass Geld geflossen ist, aber nicht, ob als Darlehen oder als Bezahlung. Naja, aber hoffentlich klärt sich das morgen alles auf. Hm? Das wäre schön. Betty hat seit ein paar Jahren in der Innenstadt einen kleinen Second-Hand-Laden. Am Nachmittag taucht dort überraschend Robert Stömer auf, mit dem sie gerade im Clinch liegt. Hallo Betty. Was willst du? Jetzt mach doch nicht sofort auf eiserne Lady. Sonja und ich, wir wollen uns mit euch einigen. Das wollen wir auch. Und es bringt uns nichts, ausfällig zu werden. Ich habe mir jedenfalls fest vorgenommen, mich morgen zusammenzureißen. So, so. Und ich würde mich freuen, wenn du es auch tun würdest. Ja. Herr Holt muss ja sonst denken, er hat es mit einem Haufen Assis zu tun. Also, was meinst du? Ich denke, dass ich mich genau so verhalten werde, wie ich das für richtig halte. Wie du meinst? Ist noch was. Ja, wo ich schon mal hier bin, hast du vielleicht eine günstige, dicke Strickjacke für Hilde auf Lager? Was schwebt Hilde denn vor? Na, keine Ahnung, soll eine Überraschung sein. Wir heizen in der Übergangszeit noch nicht so viel und Hilde jammert andauernd, dass ihr die alten Knochen wehtun. Welche Größe? Frauengrößen, da kenne ich mich nicht aus. Okay, ich denke mal, eine 40 müsste passen. Wie wär's denn mit dieser hier? Ja, die ist echt schön. Sieht doch warm aus. Wie viel? 25. Gut, die nehme ich. Danke. Danke. Wenn du die Jacke Hilde gibst, richte ihr bitte schöne Grüße von mir aus und sag ihr, dass Salina sie sehr vermisst. Wäre schön, wenn sie sich bei der Kleinen mal melden würde. Wird gemacht. Bis morgen. Bis morgen. Als Robert wenig später zurückkommt, wird er bereits von dem Richter erwartet. Alexander Holt startet einen zweiten Versuch, um mit Alinas Ersatzoma zu sprechen. Kommen Sie doch mit. Ist denn jetzt möglich, mit Frau Lorenz zu sprechen? Hoffen wir mal, dass sie da ist. Ich habe nämlich eine kleine Überraschung für Sie. Hilde? Hilde! Hallo, Schatz. Ist Hilde zu Hause? Ich habe ihr eine warme Strickjacke gekauft und Herr Holt würde gerne mit ihr sprechen. Hilde ist nicht da. Sie ist beim Doktor. Das hatte ich ganz vergessen. Hat Ihre Großmutter denn gesundheitliche Probleme? Die üblichen Altersbeschwerden eben. Und das heute ist nur eine Routineuntersuchung, soweit ich weiß. Ja, aber hatten Sie nicht gesagt, dass Sie die alte Dame immer mit dem Auto zum Arzt fahren? Ja, aber heute wollte sie mit Taxi fahren. Typisch Hilde, ja. Sie will immer unabhängig sein. Sie haben Prospekte von einem Bestattungsunternehmen? Ja, die hat sich Hilde kommen lassen. Sie wissen ja sicher, wie alte Leute so sind. Sie wollen immer vorbereitet sein. Ja, echt schade, dass ich die alte Dame verpasst. Aber richten Sie doch bitte aus, sie möchte mich gelegentlich anrufen. Selbstverständlich. Ich sag's ihr, sobald sie nach Hause kommt. Gut. Okay, Wiedersehen. Und nicht vergessen, morgen früh 10 Uhr der nächste Gütetermin. Das werden wir ganz bestimmt nicht vergessen, Herr Holt. Ich bringe Sie noch zu viel. Danke, ich bin schon allein aus. Wiedersehen. So,
So, und jetzt zeig mir, was du inzwischen drauf hast. Schauen Sie mal, hast du gerade verloren. Ach, danke, sehr nett. Dein Lieblingskuscheltier. Schau mal, Oskar, von Oma Hilde. Na? Ach, Sie kennen Frau Lorenz? Ja, ganz eine nette Frau. Aber ich habe sie jetzt schon länger nicht gesehen. Hoffentlich ist sie nicht krank. Nee, da müssen Sie sich mal gar keine Sorgen machen. Frau Lorenz ist gerade in der Stadt unterwegs. Nur irgendwie routinemäßig ist sie beim Arzt. Ach so? Trotzdem komisch, dass ich sie so lange nicht gesehen habe. Normalerweise kommt sie immer zum Quatschen raus. Oder zumindest wegen den Kindern. Die Kleine von den Neumanns ist eigentlich auch dauernd bei ihr gewesen. Also Sie sprechen von Alina? Ja, genau. Alina hat mich auch schon zigmal nach ihr gefragt, weil sie auch schon so lange nicht gesehen hat. Naja, aber wenn Sie sagen, dass alles in Ordnung ist, stimmt ein Zufall. Ja, da hat jemand Hunger. Ich muss dann mal. Wiedersehen. Du musst mal üben, was du inzwischen zustande gebracht hast, ist einfach nur armselig. Aber ich... Nichts aber. Das sieht ein Blinder, dass es nicht Hildes Schrift ist, sondern eine Fälschung. Ich kann das nicht. Stell dich nicht so an, oder willst du uns alle ins Unglück stürzen? Betty will ihrer Tochter einen weiteren Gütetermin ersparen. Du, Sabine, ich habe eine Bitte. Ich habe morgen um 10 einen Termin. Und David ist im Ausland und es sind Ferien. Könntest du vielleicht auf Alina aufpassen? Ja, klar, kein Problem. Ach, du bist ein Engel. Kannst du morgen so gegen 9:30 in den Laden kommen? Klar, mach ich. Du, mein kleines Monster ruft. Wir sehen uns morgen. Ja, okay, bis morgen. Ciao. Sonja? Hey, Sonja. Hi. Du, Robert war vorhin hier und hat eine Jacke für Hilde gekauft und dabei hat er was vergessen. Okay, was denn? Der Schal hier, der gehört zur Jacke dazu, der muss vom Bügel gerutscht sein. Nimm ihn doch mit, er okay. Ist eh im Preis inbegriffen. Danke. Es ist schlimm, wie weit es gekommen ist. Wir waren mal so gut befreundet. Wir haben alle Geburtstage zusammen gefeiert. Erinnerst du dich noch an Roberts 30. Ja, klar. Robert und David waren voll wie 1000 Mann und sind zusammen im Johannesbusch gelandet. Und jetzt sind sie total zerstritten. Ich werde nochmal mit David reden. Vielleicht können wir das irgendwie hinbiegen. Das wäre schön. Hat Hilde die Jacke eigentlich gefallen? Nach der Begegnung mit Sonja ruft die 32-Jährige ihren Ehemann via Live-Chat an und hofft, ihn zu einer gütlichen Einigung mit den Nachbarn überreden zu können. Tja, und dann ist Robert einfach aufgestanden und mit Sonja rausgegangen. Aber Herr Holt hat für morgen noch mal einen Einigungstermin anberaumt. Mama, wo bist du? Hier hinten, Schatz. Komm mal her. Hier will dir jemand Hallo sagen. Hallo, Papa. Hallo. Na, wie geht's, meine Prinzessin? Bist du auch immer schön brav und machst der Mama keine Sorgen? Meistens. Du, lass mich noch mal kurz mit Papa alleine reden, ja? In der Schublade unterm Tresen ist noch ein Schokoriegel für dich. Okay, tschüss, Papa, bis bald. Tschüss. Tja, gegen den Schokoladenriegel habe ich wohl keine Chance. Ja, aber lass dir noch kurz zu Ende erzählen. Der Herr Holt war auch bei uns zu Hause und hat sich die Möbel angeschaut, die Robert für uns gebaut hat. Ich hoffe, er glaubt Robert schon mal nicht, von wegen die 5000 Euro sind für die Bezahlung der Möbel. Ich glaube, der Herr Holt ist da ganz objektiv. Aber ich habe ein total komisches Gefühl bekommen. Ich habe mich irgendwie geschämt. Robert hat wirklich ganz schön viel Arbeit in die Möbel gesteckt. Was müssen wir damit sagen? Vielleicht hätten wir so viel Arbeit nicht für umsonst annehmen sollen. Und ich gehe mal davon aus, dass der Herr Holt morgen einen Kompromiss vorschlagen wird. Ein Kompromiss? Bitte, David. Es geht mir doch auch um Alina. Wenn wir uns mit den Strömers wieder einigen, dann kann sie vielleicht Hilde wiedersehen. Ich finde schon, dass wir uns auf einen Kompromiss einlassen sollten. Oder was meinst du? Am Abend bereitet sich der Richter für eine Gala-Veranstaltung vor und verzweifelt an seiner Fliege. Ja. Oh, heute ist es schick. Ja,
Hochzeit ist doch das Gala-Dinner vom Richterbund. Aber wenn ich das mit dieser blöden Fliege nicht hinbekomme, dann lassen die mich gar nicht rein. Ach, kommen Sie her, ich mache das für Sie. Ah, Sie können das? Das wusste ich gar nicht. Wo haben Sie denn das gelernt? Cool. Entschuldigung. Hallo, Holt hier? Hallo? Hier spricht Hilde Lorenz. Ich sollte Sie anrufen. Hallo, Frau Lorenz. Das ist schön, dass ich Sie endlich mal an der Strippe habe. Ich wollte euch zwei Dinge mit Ihnen besprechen. Um was geht es denn? Also zum einen wollte ich Sie fragen, ob und gegebenenfalls was Sie von den Streitigkeiten mitbekommen haben zwischen den Neumanns und Ihrer Enkelin, ja, und deren Ehemann. Ich habe alles mitbekommen. Ich bin ja nicht senil. Das wollte ich Ihnen auch gar nicht unterstellen. Also, ich finde es unverschämt, dass meine Enkelin und ihr Mann die 5000 Euro zurückzahlen sollen, wo Robert doch die ganzen Möbel geschreinert hat. Das Geld steht ihm als Bezahlung zu. Verstehe. Ja, und dann wollte ich mit Ihnen noch über Alina Neumann reden. Also, so wie ich das mitbekommen habe, sind Sie früher öfter mit Alina zusammen gewesen. Stimmt das? Ja, das stimmt. Und warum jetzt nicht mehr? Es tut mir sehr leid, aber es geht einfach nicht mehr. Und warum geht's nicht mehr? Mir geht es nicht gut. Was fehlt Ihnen denn, Frau Lorenz? Ach, das Alter. Frau Lorenz, Sie sind ziemlich schlecht zu verstehen. Ich bin erkältet. Hört Sie, Frau Lorenz, ich würde mich ganz gern mal persönlich mit Ihnen treffen und mich unterhalten. Wäre das denn möglich? Frau Lorenz? Frau Lorenz? Ich hoffe sehr, dass Robert Stürmer die alte Dame nicht unter Druck setzt. Tut mir sehr leid, dass ich keine besseren Nachrichten über die kleine Alina habe, aber naja. Vielleicht schaffe ich es morgen bei dem neuen Gütetermin wenigstens den Rechtsstreit zwischen ihren Eltern und den Stürmers beizulegen.